Willkommen bei Kfz, so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir im Essen Motor Show. Ich habe einmal den Michel von Nofax gewinnt. Dann habe ich einmal den Alex von SF Media. Und dann haben wir einmal den David, den Drifter. So, wir stehen jetzt vor einem Stand. Und ich habe gesagt, was würdet ihr auswählen, wenn ihr diese ganzen Autos, also einen aussuchen könntet? Fangen wir mit Michel an. Michel, was für ein Auto würdest du hier nehmen, Bruder, in diesem Stand? Ganz ehrlich, der Z8 ist geil. Der Z8 ist cool, aber ich würde wahrscheinlich die 30M3 nehmen. Aber nicht als Cabrio, weil ich sehe nicht aus wie ein Cabrio, glaube ich. Okay. David, welchen willst du nehmen, Bruder? Z8, das ist der hintere. So, Alex, was willst du nehmen, Bruder? Ja, ich nehme den 550 Maranello. Das war früher mein Traumauto. Ich würde den E30 M3 nehmen, der am Anfang war. Der war so geil. Aber ich würde das Cabrio. Das Cabrio, natürlich, Bruder. So geil. You on the block in the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. In that bitch, nigga will play you for a thought. Ain't no stopwatch, yeah, my shit go tick tock. Jumping in out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. Gotta cut the limo just to cut the top. They be like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. They be on a bike, keep me doing top of clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Bad little cheese and she suck on my cock. Nigga won't smoke with me. To drive, shit hier. Mal schauen, ob wir den von der Linse kriegen. Bruder, hast du ihn? Eine Minute? Ja. Links. Links, ja. Was machst du hier eigentlich? Also, trinkst du auch? Bitte? Trinkst du auch immer gerne, oder? Selbstverständlich, jeden Tag. Ja. Weil ich eigentlich, ich bin richtig. Ich habe mir auch einen Kompakt gekauft, E36, weil der 20 alt ist. Aber was meine Skills angeht, da bin ich leider noch nicht so gut. Aber ich übe. Ja. Ich habe ja gesehen, immer, dass du umbaust und so. Ja. Und ich wusste jetzt nicht, dass du Dings machst. Dass du Drift bist, das wusste ich gar nicht. Ja, ich bin letzte Saison bin ich gefahren auf der Straße. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das als Driften bezeichnen darf. Einfach so im Kreise, so ein paar Kurven, weißt du? Ja. Aber auf trockenen mit 100 km/h, so die Flyer zu ziehen, das habe ich noch nicht gemacht. Da fehlt noch, da fehlen noch die Skills einfach. Aber hast du extra ein Auto dafür gebaut? Noch nicht, ich bin jetzt am Auto gebaut. Ja. Was brauchst du jetzt? Oder ich? Sagst du jetzt? Doch, ich habe jetzt, also die Basis habe ich ja. Einen rostfreien Kompakt, 6-Zylinder-Motor drin. Ich habe schon einen 444er Differential zugeschweißt. Kommt rein, ich brauche jetzt ein Fahrwerk, Flyoff ist auch schon da, das war's. Also damit kann man fahren. Zugeschweißtes Diff, Fahrwerk und Flyoff, mehr brauche ich nicht. Turbo Wasser? Nee, erstmal nicht. Ich meine, 150 PS reichen vollkommen aus. Wenn man alte Reifen fährt, bisschen mehr Druck hinten drauf, also 3 Bar, die Reifen rein, dann kann man den auch schon quer bekommen. Was? Vor allem auf Wasser. Ich will das ja nächstes Jahr auch mal probieren. Ja. Ich überlege auch so ein Auto zu bauen. Ja. Was würdest du mir sagen als Low Budget so? E36, 6-Zylinder umbauen? Oder direkt einen 6-Zylinder kaufen. Kompakt kriegst du eh hinterher geschmissen. Genau. Alle Ersatzteile auch überall auf dem Schrottplatz. Alles sehr zugänglich. Ja. Also alles sehr günstig. Ja. Und das Auto lässt sich gut fahren. Auch schwer. Und es gibt auch sehr viele Umbauten, die schon, also was der Lenkwinkel angeht oder so. Sehr viele Erfahrung hat man da schon. Okay. Auf dem deutschen Markt, sag ich mal. Und das ist eigentlich das beste Anfängerauto meiner Meinung nach. Okay, dann, also du wirst nur einmal Differential zuschweißen. Ja, das ist sowieso. Was? Fahrwerk? Ja. Das war's. Das ist Fahrwerk muss sein? Ja. Muss sein. Weil sonst schaufelt der zu stark, weißt du? Ach so. Zu viel Grip und alles. Also ich bin Dings. Loop, wenn es ich auch, geht. Ich auch. Ich tue nur so, als hätte ich Plan, aber. Nein, Quatsch, der hat schon Plan. Nee, ohne Witz. Also das erste ist Diff. Ja. Punkt Nummer 1. Zugeschweißtes Diff oder halt Sperre, aber Sperre kostet nicht. Am besten einfach zugeschweißtes Diff. Genau. Und dann Fahrwerk. Und dann hast du schon, damit kann man quer fahren. Danach kommt die Flyoff vielleicht, wenn du mal auch mit der Handbremse fahren möchtest.
Und das war's. Damit kann man schon einiges machen. Und dann kommen die ganzen Sachen wie Lenkwinkel, Spacer und sowas, damit du mehr Winkel fahren kannst. Aber die Basic-Skills bekommst du schon in einem ganz normalen Compact oder so, oder Limo. Also ich hab's vor, echt, nächstes Jahr, wenn ich das mache, dass ich so ein Low-Budget einmal mache. Und das werde ich machen, einmal mal. Differential zu, Fahrwerk, billig Fahrwerk rein. Selbstverständlich auf abgesperrten Strecken. Sowieso, hab ich von dir gelernt. Und bei hier. Bei Michelle. Und ihr habt es ja auch gelernt. Er macht es ja auch nur so. Es ist natürlich alles auf abgesperrtem Gelände, auch bei uns. Ne? Die Industriegebiete sind alle von uns gekauft. Ja. Ne? Also die Leute mieten das von uns. So, das Militärgelände haben wir doch gekauft. Alles privat. Flugzeug. Ja, deswegen habe ich nicht so viel Geld. Deswegen alles low budget bei mir. Weil ich muss nichts abbezahlen. Weißt du? Hast du keine Kredite? Bei mir ist alles auf doch, Kredit. Doch, Kredit, noch klar. Das ist ja so viel bei YouTube, Bruder. Wir sind reich. Wir sind alle reich. Ja, wir wollen das ja nächstes Jahr mit den Richard Pong. Zwei Videos später bist du reich. Zu diesem Event bin ich ja mitgekommen. Ja. Dann müsste ich das ja auch, also Low Budget machen. Genau. Ich habe jetzt Tipps geholt, verstehst du? Das wird interessant. Wir haben den Jonas ein bisschen inspirieren können zu dieser ganzen Drifting-Geschichte. Und da wird er sich einen Low Budget Drifter aufbauen. Ja, ich versuche. Natürlich auch bei Elten. Wir lernen dann mit ihm zusammen das Differential schweißen, das wird lustig. Moment, einen Augenblick, wenn du Low Budget hast, du hast Low Budget, ich habe Low Budget, haben wir insgesamt ein richtig krasses High Budget Fahrzeug oder was? Ja, ja. Wenn wir alle drei zusammenziehen, sind wir bei 1000 Euro. Das ist ein richtiges Profi-Team dann im Prinzip. Eigentlich können wir das Geld auch nicht, wenn sowas aufkommt. Richtig. Bist du dann dabei? Ist er dabei? Ich bin dabei sowieso. Ja. Bei mir gibt es keinen Weg mehr zurück. Ich habe schon versprochen. Na, ein Mann, also, ein Wort. Du bist dabei, da wo wir hingehen. Wo wir hingehen? Ja. Ist er dabei? Weiß ich nicht. Serbs, Airport. Was ist das? Eine Rennstrecke oder was? Nee, auch so. Wenn ich eingeladen werde, bin ich dabei. Das ist außergünstig. Gut. Du bist dabei. Ja. Dann sehen wir uns. Mit deinem Low Budget. Gut. Ich bin auch mit meinem Low Budget. Nee, auch. Okay, wo ist das? Herbst. Ja, da sind wir auf jeden Fall. Weißt du, wo das ist? Das eine weite Strecke. Egal, ich bin dabei. Schick mal dahin. So, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Mega, kein Thema. A couple shooters that hit you on the block. Janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. In a bitch, nigga will play you for a thought. In no style watch, yeah, my shit go tick tock. Jumping in, out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. God, I caught the limo just to cut the top. They be like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. They be on a bike, QB doing top of clocks. And I'm clipping on you niggas like a dreadlock. And my team winning and we ain't gon' stop. Bad little cheese and she suck. Hier geht's trotzdem. Ja, klar. Ja, und es wird immer voller und voller und trotzdem gesehen. Ja, dann ist es ja so, man freut sich ja auch eigentlich jedes Jahr da drauf. Ne? Wir machen auch YouTube. Einmal mal abchecken hier den Kanal, ne? Und die Jungs mal unterstützen ein bisschen. Ne, also erstmal grundieren, dann lackieren. Und lackieren habe ich mir ausgedacht. Ganz ehrlich, einer der besten Motoren hier als Vierzylinder. Das sage ich nicht umsonst. Den Lader habe ich noch nicht, weil der wird jetzt im Winter, wenn wir mit dem Lackieren so durch sind. Und der Motor wird aufgemacht, wird gemacht. Ich habe zwei Motoren stehen. Also den einen drin, den anderen stehen. Und der draußen ist, den machen wir dann zurück. Machen wir ja mal ein, zwei Videos zusammen. Ja, das kann man gerne machen. Differentialwarm laufen lassen und Betrieb. Weil viele machen das nicht und dann passiert Differential platzt, weil Druck im Gehäuse zu hoch oder hier Getriebe, Zähne schärfen sich ab, weil einfach alles kalt ist. Krass. Klar. Wir dürfen nicht viel qualmen,
Wir dürfen nicht nah an die Wände fahren, alle Sicherheits- und ökologische Gründe, sag ich mal. Es soll nicht zu laut sein, es darf nicht zu erqualmen. An die Wände nah ranfahren wegen Sicherheit dürfen wir nicht. Nur an diese linke Wand, wo ich rangefahren bin. Gerade eben, weiß ich nicht, habe ich wohl zu viel Gas gegeben. Und deswegen haben sie gesagt rot und ich darf nicht mehr fahren. Obwohl vorher wir immer rot bekommen haben, weil das Auto geknallt hat, wenn es halt heiß gelaufen ist, hat er überfettet und hat halt Flammen hinten rausgespuckt. Jetzt waren Flammen nicht das Problem. Ich bin gefahren wie vorhin die ganze Zeit auch, bis Flammen rauskamen und ich rot bekommen habe, aber jetzt habe ich direkt rot bekommen. Hab ich auch nicht verstanden, Alter. Ich war ja 20 Sekunden rot weg. Ja. Ich hab wohl angeblich, weiß ich nicht genau, aber ich habe zu viel Gas gegeben an der Wand. Habe ich zu viel Gas gegeben? Nein. Haben wir doch auf Video. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir noch. Vielleicht weiß ich nicht, was hier los ist. Weiß ich nicht. Ja. Wurde jetzt wie oft passiert jetzt? Hä? Wie oft ist das passiert? Fünfmal? Wie oft ist es gefahren? Fünfmal? Ja, und jedes Mal Verbot für den ganzen Tag. Und jetzt, glaube ich, kriegen wir Verbot für heute und morgen. Also ich bin gar nicht mehr gefahren. Ja, geh mal eine Kamera aufnehmen. Die andere Fahrt für Ding. Ich habe das verstehe ja auch ich nicht, aber das ist schon krass. Und davor habe ich das auch ein bisschen mitgekriegt mit der roten Flagge. Und jetzt hat er nur 20 Sekunden gefahren. Krass. Weißt du, man freut sich hier zu fahren und dann kann man fahren. Oh, der Motor ist geil. Oh ja. Hat alles selber gebaut hier. Drifting GT. Und GT35. Geht doch. Ja, ja. Der Fisch ist ja kein Luft. Der Fisch ist ja keine Luft. Aber. Das ist doch okay. Die logische Karte mit der E-Skalung. Ja, ist ja. Richtig, muss so sein. Aber ich habe das gar nicht verstanden. Wieso? Ja, weil er angeblich zu nah war, zu laut war, was auch immer. Der hat fünfmal hat er gefahren und bei jedes Mal wurde der frühzeitig rausgenommen. Hast du ja gesehen, das war keine 20 Sekunden. Das war gar nicht. Das wären zwei Runden und dann haben die so gesagt, stopp. Ja, ich habe mich da gewundert, warum. Ich habe mich auch gewundert, warum das so kurz war. Weiß auch nicht. Aber er hat eigentlich nichts gemacht. Ja. So heißt er hier. Aber krass, was er drauf hat, ne? Auf jeden Fall. Echt. So die Kapazität. Weil das ist ja so, ich kenne das ja auch nur, Turbomaschinen-Software drauf. Und weil er das gemacht hat, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hä? Was will er da rausholen? Bleibt S? Nee. Ja? Und da habe ich natürlich geguckt. Und das ist schon krass zu wissen, dass man echt so 20 PS da rausholen kann. Ja gut, das 20 PS. Also je nachdem, wenn man jetzt noch wieder... Es ist ein Bahnhofsmotor, Doppelband. Ja genau. Die Steuerzeiten werden umgehen. Ein anderer Kraftstoff, 102 Oktan, weiß der auch. Ein kompletter Auspuffanlage. Also die Fächerkühlung alleine. Und alles zusammen, Sportlückfilter, also diese Talentmatte. Ja. Alles zusammen. Wasser gibt 20 PS. Ist ja nicht nur die Software oder die Fächerkühlung. Ja. Ja, wobei die Brennpads, Katalysatoren, machen ja auch was aus. Ja, das ist krass, ja. Und natürlich auch gute Pflege. Also ich, mach Ölwechsel alle 5 bis 8000. Gutes Öl, meiner Meinung nach, ist Motyl, wenn ich das jetzt erwähnen darf. Nehme ich auch. Und ich bin da voll überzeugt und ich spüre, wie das Auto fährt. Ich bin schon einige BMWs gefahren, selbe Motoren. Und ich weiß, dass meiner noch ziemlich fit ist für seine 50.000 Liter. BMW, normal. Was du viel auch einfach machst an der Leistungssteigerung, indem dass du einfach das E-Gas veränderst, ja, dass du eher das Ansprechverhalten hast und sowas alles in der Richtung. Also es ist viel da auch drumherum. Ich habe einen 540er. Ja. Kannst du da was rausholen? Sicher. Also an sich ja, aber bis jetzt haben wir noch keine weiteren Fahrrad. Danke nochmal, das zeigt mir nochmal. Also klar, gerne. Die Leute können uns gerne auf Instagram über die Kappe von uns kontaktieren. Ja. So, wir bieten auch einen Freiservice an. Also wenn jemand fit ist und seine Dateien schicken kann, kriegst du die auch zurück. Ja, weil ich habe ja 540 und den möchte ich ja irgendwann mal ein bisschen. 34, genau. Und ja, dann werde ich auch jemanden kontaktieren. Ja, einfach jederzeit gerne melden. DK Performance. Auf Instagram? Ja, auch. Alles klar, verlinke ich auf jeden Fall. Danke sehr. Danke dir auf jeden Fall. Melden, ne? Auf jeden Fall, Bruder, wir sehen uns. Danke schön. Ciao. Also hier
einmal schöne Grüße an Salo, ne? Salo hier, dein Auto, Bruder. Was denn? Ja. Also das Geilste ist hier, hier gibt es so geile Autos. Man weiß gar nicht, was man zuerst schauen soll, weißt du? Man sieht, sagt geiles Auto und dann sieht man das andere schon. Ja. So war das geile Auto. Aber das ist schon echt hammergeil. Weil dann hat man so richtig Lust, sowas zu machen. Das stimmt. Ja? Ob ich auch mal so auf Optik gehen sollte? Optik ist man. Ja, aber ich bin nicht so der Optik-Typ. Ja. Ich bin so mehr der Performance. Yes, Performance. Performance. Ja. Ich liebe es, wenn er geil sich fahren lässt. Ich liebe es, wenn du Gas gibst. Ja, du magst es doch aber auch, wenn du das Auto nicht anschaust. Ja, das liebe ich. Einfach nur genießen, weil ich will nicht hinaus. Ich liebe es. Aber das sind so Autos. Weißt du, sowas liebe ich. So tiefer legen, geile Felgen, das reicht. Ja. Aber ich bin nicht einer, der so übertrieben. So übertrieben, ja, muss dezent so bleiben. Dezent, das ja. liebe ich. Weil das will ich auch mal beim BMW machen. Tiefer legen, gleich M-Paket. Das war's. Hammergeile Felgen. Geht so leicht, mehr nicht. Oh, Michel kommt auch. Michel, ich habe ein Auto für dich gefunden, Bruder. Oh. Ich habe gesagt, wenn Michel das sieht, das ist genau was für Michel. S14A, also S14 Cookie auf Rocketbank. Mega Auto. Rocky Motion müsste das sein? Keine Ahnung. Ja, Rocky Motion. Welche Reihe das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es auswendig. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber das ist genau dein Style, ne? Das ist dein Style, weiß ich ja. Also hier in dieser Halle mit zu leben, glaube ich, steht. Ja, schwierig. Hier würde ich für einiges stehen. Da würde ich einiges stehen. Also, das ist wirklich eine Halle, in der könnte ich mich den ganzen Tag eigentlich aufhalten. Ja. Jedes Auto. Also hier S14A, also S14 Cookie. Das ist schon krank. Rocket Bunny. Was wohl der Mercedes hat. Fahrwerk, stimmt. Aber es ist immer schon geil, wenn die Autos lang und breit sind. Ja, das sind die alten Autos, die haben immer was, weißt du? Außer hier die neuen Autos, hier, was haben die noch? Gibt's nichts, nur die alten Autos. Die haben noch Qualität, die haben noch so eine Geschichte, weißt du? Ich finde ja den RS5 da hinten gut, der neue. Ja. Aber der könnte auch so ein bisschen lang sein wie der hier zum Beispiel. So geile Autos. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich hier gucken soll. Ja. Mein Kopf muss alle Autos erstmal bearbeiten. Boah, ey, E30, Summit. Den habe ich gesehen. Den E30 müssen wir anschauen. Wo denn? Da hinten. Ja, ja. Wo war der mit Golf an? Ich würde nichts merken. Ich habe genug Polster. Er hat genug Polster. Ich glaube, wenn ich und Michel da reinsetzen würde, 5 Minuten wieder rein. Ja, bei mir noch. Das sieht schon noch richtig geil aus. Egal, was du machst. Genau wie beim Lupo. Ist alles kaputt. Hat der Mann ja nur abgeguckt. Echt? Hat er nur abgeguckt bei dem Lupo? Nein, das war hammergeil. Jetzt schon. Also Fazit von S-Motorshow ist hammergeil. Zu voll, man wird müde, aber man sieht hammergeile Autos. Es lohnt sich, jedes Jahr wieder hinzukommen und jedes Jahr sich stressen lassen, aber trotzdem ist es geil. Ja. Okay, wer nicht da war, haben wir ein paar Einblicke gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kraftzug. Bis dann, haut rein. Ciao.